Wir sind also weitergewandert nach Heilbronn-Sontheim. Hier im Hintergrund sind die Herren in Weiß und Orange. Das sind die Fellbach Warriors. Die sind zu Gast bei den Heilbronn Miners. Football ist angesagt mit leichten Regenschauern. Vielleicht haben wir Glück, gleich sieht es wieder sonnig aus. Also ich glaube, zum Spiel kommt die Sonne wieder raus. Da hinten, das sind die Heilbronn Miners. Und die müssen sich heute beweisen. Fellbach als Absteiger, natürlich einer der Mitkandidaten um die diesjährige Meisterschaft wieder. Die wollen wieder rauf in die alte Spielklasse. Heilbronn will das auch. Und wer da heute besser abgeschnitten hat, das zeigen wir Ihnen jetzt. Und Freddy, wir gehen jetzt ins Trockene zum Filmen, oder? Müssen wir dann aber gar nicht. Rechtzeitig zum Kickoff kommt die Sonne raus. Und darauf gibt's erstmal einen kräftigen Schluck. Während einige der Gästespieler lieber das zu sich genommene kurz vor Spielbeginn noch von sich geben. Kollektives Wasserlassen ist angesagt. Dieses Fellbacher Angstwässerchen ist allerdings nur zu Beginn angebracht. Einzig die erste Angriffsserie der Heilbronn Miners in den dunklen Trikots läuft einigermaßen rund. Gegen den Oberliga-Absteiger nutzt der letztjährige Drittplatzierte der Verbandsliga in den Anfangsminuten den Heimvorteil. Kämpft sich Yard um Yard näher ran an die Endzone. Gegen die starke Fellbacher Defense ist das allerdings nicht gerade ein Kinderspiel. Deshalb reicht's auch nicht zu einem Touchdown, aber immerhin zu einem Field-Goal-Versuch. Und der ist schließlich auch erfolgreich. Jawohl, das Ei fliegt durch die Stangen. Und so liegen die Gastgeber also schon nach wenigen Minuten mit 3:0 in Front. Viel mehr Punkte werden es aber dann nicht mehr für Heilbronn am Sonntagmittag. Ab jetzt übernehmen die Gäste das Kommando. Die Fellbach Warriors im direkten Gegenzug mit einem Laufspielzug. Und der geht direkt Richtung Endzone. Allerdings nicht ganz bis ins Ziel. Gerade noch rechtzeitig, kurz vorm Punkterfolg, kommt der Check. Die Heilbronner Defense ist mächtig unter Druck. Einen Touchdown lassen die Miners zwar nicht zu. Das Field Goal allerdings lässt sich nicht verhindern. Die Fellbach Warriors gleichen aus zum verdienten 3:3. In der restlichen Spielzeit im ersten und zweiten Quarter tut sich die Heilbronner Offensive schwer. Oft bleibt nur der Punt, wie hier. Und dann Fellbach mit dem Punt Return, der urplötzlich ganz gefährlich wird. Die Heilbronner Abwehr bekommt einfach keinen Zugriff. Und wird mustergültig überlaufen, bis mitten hinein in die Endzone. Da ist er, der Touchdown für die Warriors. Die Freude der Fellbacher ist natürlich groß, währt allerdings nicht lange. Kurz nach dem Fang des Punts fliegt eine Flagge aufs Feld für eine unsaubere Abwehraktion. Hier in der Zeitlupe schön zu sehen. Deshalb kein Touchdown und keine Punkte für Fellbach. Es bleibt also beim etwas glücklichen 3:3 Unentschieden aus Heilbronner Sicht. Ja, wir wussten von vornherein, dass Fellbach Hammer ist und die sind aus einer anderen Liga runtergekommen. Dort hat es nicht gelangt, hier sind sie sau stark. Die werden als Favoriten gewertet, mir als mehr oder weniger Favoriten. Dass das nicht leicht wird, das war uns ganz klar. Dennoch hoffen die Miners-Fans nach einer kurzen Pausenstärkung, dass ihre Jungs auch in der zweiten Hälfte nichts anbrennen lassen. Schon 2 Minuten nach Wiederanpfiff allerdings scheint dieses Vorhaben gescheitert. Fellbach erst kurz vor und dann mittendrin in der Endzone. Der Angriffsversuch allerdings vorher unterbrochen von einem Pfiff. Die Schiedsrichter werten diesen Lauf als gestoppt. Die Fellbach Warriors sehen das natürlich ein wenig anders, wollen gern den Touchdown. Glück für das Team von Ivan Borch. Heilbronn kann das 3:3 bis ins Schlussviertel verteidigen. Dann passiert's aber doch noch. Touchdown Fellbach Warriors. Nicht unverdient. Bei diesem knappen Endergebnis bleibt's dann aber auch, weil Fellbach den Zusatzpunkt vergibt. Im Football sind es die kleinen Dinger, die das große Ergebnis ausmachen. Und egal, ob man mit 3 Punkten verliert oder mit 18 Punkten, verloren ist verloren, aber wir haben zum Glück noch ein Rückspiel. Ganz genau, und da wird angegriffen. Da wünschen wir toi, 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 da kommen wir dann auch nach Fellbach. Danke. Und dann gibt's die Revanche, okay? Ja, so machen wir das. Sollen wir den Trainer auch nochmal fragen, was er dazu sagt? Wenn er bereit ist, ja. Okay, machen wir. Aber klar doch ist der Heilbronner Coach bereit zum Interview. Auch wenn der Blick auf die jubelnden Gästespieler schon ein wenig wehtut.
So, liebe Zuschauer, mit dem Trainer bleibt man im Trockenen. Der Himmel weint jetzt über Heilbronn, über die Niederlage. Die war knapp. Ich denke, du ärgerst dich ein bisschen. Wir haben es mit dem Alex gerade auch davon gehabt. Das sind die Kleinigkeiten gegen so ein Top-Team. Deine Jungs haben sich ganz gut verkauft, aber in den entscheidenden Phasen dann doch waren es die paar kleine Fehler, oder? Das Problem bei so einem Spiel entscheidet halt dann, welche Mannschaft kann die andere Mannschaft praktisch zum Streiten bringen. Und wenn man dann halt Streit unter sich hat, dann passieren halt so Sachen, ne? Ganz einfach, weil sich dann keiner mehr konzentriert. Das ist ein Kampfspiel. Ein Kampfspiel wäre dann halt so gewonnen, dass eine Mannschaft Unruhe hat. Dennoch, was gewinnst du dem Spiel Positiven ab, auch im Hinblick aufs Rückspiel? Ja, das ist halt jetzt momentan ein bisschen schwierig zu sagen. Man muss halt das analysieren, zu schauen. Ist halt viel nicht gegangen, aber gut, die Feldbacher haben uns halt gut gescoutet. Und da sieht man halt, dass die Feldbacher aufsteigen will, so wie mir. Und deswegen ist es ein Kampfspiel. Man hat auch gesehen, dass noch manche andere Spieler da sind, die halt auch Meter machen können und alles. Aber wird sich zeigen, was nach dem Spiel passiert. Ganz genau. Wie die Leute es halt aufnehmen, ob sie es positiv oder negativ aufnehmen, wie es weitergeht. Das heißt, ihr müsst es jetzt in die richtige Richtung lenken, dann traut ihr euch schon noch was zu fürs Rückspiel, oder? Ja, gut, das ist ja das Rückspiel. Wir müssen das Rückspiel halt nur mit 7 Punkten Unterschied gewinnen, dann sind wir vor Feldbach wieder. So sieht es nämlich aus. Kampfansage, sehr schön. So, das war's für diese Woche. Wir bringen jetzt alle unsere Sachen ins Trockene. Ja, genau. Ihr macht es ideal. Ihr plant genau, solange Zuschauer da sind, solange gespielt wird, habt ihr Sonne und danach darf es regnen. Genau. Dann ist euch egal, stimmt's? Genau. Sehr schön. Also wir sehen uns nächsten Montag wieder. Ihnen eine schöne Woche. Bis dahin und euch toi 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 für den Rest der Saison. Danke. Tschüss.